Du schwitzt schon ein wenig, ne? Ja, genau. Ich kann doch nicht dahin gehen. Das geht gar nicht. Hallo? Das geht gar nicht. Geht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, ja, genau. Die Witze kommen mittlerweile ziemlich flach, ne? Ja. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic, Folge 83. Genau, richtig. Und wir beginnen heute mal diese Aufnahmesession mit einem Tanzbein. Yay! Wir schwingen unser Tanzbein oder genau. Die Arme, was auch immer. Ein bisschen alles. Wir sind alles, so wie immer, ne? Ja. Wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Scheiße, das wollte ich gerade fragen. ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, du musst da aufs Knöpfchen drücken, ne? Ja, ich muss jetzt da hier mal aufs Knöpfchen drücken, nämlich genau hier. Da ist sie, die Wesenheit. Solch reine, dunkle Energie. Ist sie nicht wunderschön? Ich habe die dunkle Seite noch nie derart lebendig gesehen. Kommt näher. Ihr seid da. Als Helfer. Baras. Er weiß, ich kann nicht Nein sagen. Er schändete meinen Ruheort, wo ich wartete auf meine Liebe, euren Imperator. Ich bin gefesselt. Schmerzen. Wenn ihr versagt, wird er mich bestrafen, weil ich euch empfing. Habt keine Angst, euer Leiden ist vorbei. Ich kenne das Ritual. Ab jetzt ist es einfach. Nein, ihr versteht nicht. Wir sind nicht allein. Ah! Habe ich euch eingeholt. Schon wieder? Ich habe euch doch gesagt, dass man mich nicht umbringen kann. Ermüdet euch euer ständiges Versagen nicht oder lasst ihr euch nur gerne bestrafen? Schmerzen nähren mich. Als ihr mich brennen saht, speiste ich vom Leid. Als Baras mich wieder aufbaute, trank ich Qualen. Meine Augen sind nicht länger aus Fleisch. Ich sehe jetzt alles in einem neuen Licht. Euer Anblick macht mich gleichzeitig krank und vergnügt. In wenigen Minuten wird der große Darth Vorthron sich auflösen. Dann wird die Wesenheit für immer unter Baras Kontrolle sein. Die Wahrheit, das Todesfeld, erhält Energie. Drags Maschinenkörper. Mehr brauche ich nicht zu hören. Die Rache ist mein! Nein. Der hat definitiv keine Chance. Würde ich auch mal sagen. Und jetzt muss ich gerade mal mein Headset leiser machen. Sonst, schon besser. Ein bisschen angenehmer, ne? Ja, das Spiel tendiert irgendwie dazu, sehr laut zu sein. In manchen Parts wieder ein bisschen leiser. Ja, genau. Und dann sind wieder die Parts, wo du quasi nichts verstehst. Aber das ist irgendwie genauso ist Vetor wie die Karte. Das muss so sein. Das ist ein Feature. Wenn du nicht mit deinem Gehörschaden davon gehst, das hast du nicht das optimale Spielerlebnis. Das klingt irgendwie auch so nach EA. Ja. Du, wie war das mit dem unbesiegbaren Lord Drag? Das Todesfeld stirbt zusammen mit Drag. Was für ein Finale! Noch nie habe ich solche Schmerzen verspürt. Ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt. Aber ich bin froh, aus nächster Nähe miterlebt zu haben, wie ihr diese Monstrosität vernichtet habt.
Ja, es war sicher grandios. Baras wird das wohl anders sehen. Wesenheit, weiß er, was hier passiert ist? Durch mich sieht der Schänder alles. Wunderbar. Er muss außer sich vor Zorn sein. Und jetzt bereiten wir das Ritual vor. War es mit dem Ritual nicht meine Sache? Dachte ich auch. Das letzte Tor zwischen euch und dem Jenseits ist geöffnet. Und dankbar. Meine Empfehlung an den Schänder. Ihr wart wirklich eine Offenbarung. Die Zeit ist gekommen, dass ihr das Baras gegenübertretet. Ich werde mich mit der Hand des Imperators beraten. Natürlich, aber ich gehe davon aus, dass sie den Zorn des Imperators entfesseln werden. Sogar jetzt ist Baras noch immer so gut wie unzerstörbar. Und ich weiß nicht, wie man ihn noch weiter schwächen könnte. Sagt der Hand, dass der Rat der Sith wartet. Und ich werde da sein, um euch einzuweisen. Ja, nett. Ja, nett. Sehr nett. Sehr ein netter Typ. Nett wie wett, ne? Herzlich willkommen in der Witzelkanone. Hudum. Ja, genau, es geht wieder los. Die unlustigsten Witze der unlustigsten Kategorie sind wieder an Bord. Wieder da. Also noch nicht an Bord, wir sind ja noch nicht auf Schiff. Apropos Schiff, ich müsste auf Schiff. Ja, dann lass uns doch mal das Thema wechseln und schnell mal eine Schnellreise machen. Ja. Zur Gründungsinselbahn. Gründungsinselbahn. Zur Cantina wahrscheinlich besser, ne? Coronet Cantina. Jo, links. Okay, Coronet Cantina. Haha, Bringen wir noch ein Käffchen. Nett. Ne? Nett. Sehr nett. Alter, was ist denn heute los? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe einen Clown zu Frühstück gegessen. Ja, ich merke schon. Irgendwie ist nicht mehr gut. Ja, ich merk's. So. Du musst auch aufs Schiff, ne? Ich muss tatsächlich sogar schon zu meinem nächsten Ort. Du musst schon zum nächsten Ich habe kein Ort. Gespräch. Ich überspringe quasi das Gespräch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe, weil das ungefähr 2 Monate her ist, aber wir müssen zur Doombringer. Okay, zu Doombringer. Genau, kein Info-Doom, also nicht verwechseln, ne? Und wo ist denn die Doombringer-Basis, oder? Ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich ein Schiff. Okay. Ich vermute mal, ich weiß es nicht. Wilde Theorien live hier bei SWTOR. Ja, ich gehe sogar richtig, das ist... Moment. Ich gehe richtig, das geht nicht. Mein Lord, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich alles getan habe, was in meiner Macht steht. Du schwitzt schon ein wenig, ne? Ja, ja, genau. Ich kann doch nicht dahin gehen, das geht gar nicht. Hallo? Das geht gar nicht. Geht. Das Geff gar nicht. Das Geff gar nicht, ja. Die Witze kommen mittlerweile ziemlich flach, ne? Ja, ja, ja. Das, was hast du mal gesagt? Da musst du mal vorne nicht mehr hochspringen, ne? Ja. Das geht durch die Profile durch, der Sohn. Ah, okay, alles klar. Apropos durch die Profile durch, ich wollte eigentlich nur meine Nachricht lesen, die ich habe. Oh, ich hatte ja eigentlich auch. Ja. Egal. Jetzt bin ich schon auf meinen Schiffi, dessen Namen ich immer vergesse. Du hast das die Doombringer. Nee, oder? Ich würde sagen, dann hören wir uns später, ne? Wenn ich mir ein Holo-Gespräch abgeschlossen habe. Ja, warte mal. Ich guck mal gerade kurz, was ich jetzt zu tun habe. Weil ich glaube, ich muss tatsächlich nur... Alter, nur gehen. Reise zu Doombringer. Okay. Ich gehe dann auf diese Doombringer, weil ich glaube, dann kannst du ja auch dahin reisen. Ist es ein Schiff? Ich schau mal gerade. Wenn es ein Schiff ist, muss ich zu dir aufs Schiff. Da muss... Schiff, ne? Schiff, das schifft ein bisschen... Okay, mach du dein Gespräch, ich guck in der Zwischenzeit, wo wir hin müssen. Okay, mach ich. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. So, und wir gucken dann mal kurz, wo wir... Ich hab's ehrlich gesagt voll verpeilt, was wir jetzt zu tun haben.
dadurch, dass die letzte Aufnahmesession gute 2 Wochen her ist, oder eine Woche, ich weiß nicht mal das mehr, und das, wo wir jetzt diese Einsatzdings hier hatten, auch schon knapp 2 Monate, ist jetzt ein bisschen her, deswegen muss man jetzt ein bisschen überlegen. CZ198, alles klar. Wo zum Teufel muss ich hin? Ach, natürlich, beim letzten Dings. Wo ist die Doomringer? Raumschiff, Imperiale Flotte, Raumschiff, Oricon, Sirost, Korriban, Drum und Kars, Imperiale Flotte, Taris, Raumschiff, Raumschlacht, ach, die Doomringer. Da muss ich hin. Alles klar. Heißt, das Ganze wird ein bisschen lustiger, weil er muss ja dann auf mein Schiff kommen. So, was wiederum bedeutet, wir müssen runter, ihn quasi einladen und dann kann er unserer Fahrt hier teilnehmen. So. Das war bestimmt der komplizierteste Satzbau überhaupt, aber ist mir egal. So, und dann würde ich sagen, warten wir noch auf Dragomir. So, ich bin jetzt auch wieder da. Ach. Oder warten nicht auf Dragomir, weil er gerade so weit ist. Jo, ich habe gerade gesagt, so, dann warten wir mal auf Dragomir. So, da bin ich wieder. Ich habe aber allerdings festgestellt, dass ich falsche Einstellungen bei SWTOR habe. Falsche Einstellungen bei SWTOR? Ja. Falsche Einstellungen sind falsch. Falsche Einstellungen sind sehr falsch. Wie sieht's jetzt aus? Muss ich zu dir aufs Schiff oder? Wahrscheinlich schon, es ist nämlich tatsächlich ein Raumschiff. Ja, gut, dann komme ich zu dir aufs Schiff. Weißt du, was mir gerade einfällt? Die dunkle Seite wird schwächer, verdammt! Die dunkle. Yes! Yes, sehr gut. Weißt du, was mir gerade einfällt? Nein. Was wir noch nicht gemacht haben? Heute wieder Hashtag SWTOR Aufnahmesession mit @Drago. Wenn ich dich noch schreiben könnte, wäre natürlich auch schön. Mir fällt auch gerade auf, dass ich meinen Ton von meinem Handy gar nicht aus habe. Hoppla. Dragomir CH. Ging ja nochmal alles gut. Yay. Hashtag Hype. 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 Okay. Wir müssen jetzt übrigens, also bei uns müssen wir jetzt nach Korriban reisen, um Darth Barras zu erledigen. Oh. Was? Der Zorn des Imperators wurde jetzt freigelassen. Und wir sind ja der Zorn des Imperators. So, ich bin übrigens wieder zurück auf Corellia gegangen, dass du in meinen Dings rein kannst, ne? Ja, das wäre noch so freundlich. Ja, ich dachte, ich bin mal so frei. So frei bin ich dann doch. So. Ach, da kommt ja ein kleines Gefährt. Ich denke mal, kleines, unauffälliges Gefährt. Genau, steig du mal als erstes ein, weil ich glaube, wenn ich einsteige, ist Feierabend. Ja, dann hebst du ja nochmal ab und hält dich nichts mehr. Und du bist dann auf deinem Schiff, da war ja was, ne? Ja. So. Das ist irgendwie total lustig. Das hatten wir ja schon mal. Ja, das hatten wir schon mehrmals. So. Ah ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ist schön auf meinem Schiff, ne? Jo, schönes Schiff. Sieht ziemlich gleich aus wie meins. Nein, die Begleiter sind anders. Ach so. So, die Doombringer. Die jetzt reisen. Oder wie mir schon übel bei dieser bei deinem Captain, wie dein Captain fährt, das geht dir mal gar nicht. Das ist schrecklich, oder? Jetzt sieht ja auch schon genauso aus. Keine Cutscene? Was? Wie jetzt? Wie jetzt? Ah, okay, ich muss die Cutscene manuell triggern, oder? Nein? Ja. Nein. Okay. Na, anscheinend nicht. Hey, aber Zugang verweigert. Was ist das hier für ein Ding? Ach, das Missionskonsole. Das ist ja für die. Wurde die verschoben? Nein. Weil nicht mal im Cockpit? Dort gibt es auch eine, aber für die Weltraummission. Ach so, ja, das ist vollkommen einleuchtend. Das, da kann man auch nicht eine draus machen. Nee. Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Das ist so. Viel zu aufwendig. Ja, ich kann nicht rein. Alles klar, ich kann nicht rein. So, wir müssen mit Moff Pyron sprechen. Wo Moff ist. Ah, da ist aber schon mal so ein Sanitätsdroid, der kann ich schon mal Schrott verkaufen, das ist gut.
Ich glaube, das habe ich vorbildlich schon gemacht. So. Fertig. Ja. Das ist das Gute an solchen Raumschiffen, da gibt es immer einen Sanitätsdroide. Wo man eben am Anfang mal schnell Schrott verkaufen kann. Oh, okay. Ich hatte gerade kurz Panik. Apropos kurz Panik, ich wollte hier noch meinen Char wieder auf Schaden stellen. Meinen Partner. Da war ja was, ne? Genau. Ja, wir mussten gerade die gesamte, quasi die gesamte letzte Folge nochmal nachspielen. Ja, kurz uns durchkämpfen durch die, also ja, er musste sich eigentlich durchkämpfen, ich kämpfte mich von hinten durch. Okay, wir können einfach durch, das geht mir schon zur Sorge. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir kämpfen zurück. Ja, irgendwie ich auch, das ist ganz ungesund. Ich renne einfach mal zur Brücke, das scheint richtig zu sein. Ja. Ah ja. Ah, jetzt sehe ich auch das Missionsziel angezeigt. Missionsziel. Da ist doch unser Moff. Ah, er ist da. Dies, meine Freunde, ist die Zukunft des Sith-Ordens. Er wird das Imperium in neuem Glanz erstrahlen lassen. Was soll ein unbedeutender Sith-Lord schon gegen ein Mitglied des Rats der Sith ausrichten können? Thanaton wird uns alle umbringen. Thanaton wird von Tag zu Tag unerträglicher. Unsere alten und geheimnisvollen Sith-Traditionen werden den Krieg gewinnen, sagt er. Keine ausgebildeten Generäle. Moff Byron, wenn ich bitten darf? Ja, beruhigen wir uns. Der Sith ist nicht hier, um eurem Gezanke zuzuhören. Wir sind heute hier, um eine neue Waffe mit dem Codenamen der Auslöscher zu demonstrieren. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ihr habt wohl einen über den Durst getrunken, Pyron. Thanaton hat das Projekt doch eingestellt. Schon bald werdet ihr sehen, wie eine ganze republikanische Flotte verschwindet. Dank der unermüdlichen Anstrengungen unseres Helden des Imperiums. Mein Sith Lord? Moffs, Generäle. Jetzt ist es an der Zeit, dass das Imperium seinen rechtmäßigen Platz in der Galaxis einnimmt. Wir können es uns nicht leisten, dasselbe Imperium zu sein, das wir waren, bevor wir in diesen Raum zurückgekehrt sind. Wir müssen stark und entschlossen sein und alles Nötige tun, um uns den Sieg zu sichern. Isaac, bereitet den Auslöscher zum Abschuss vor. Moff Pyron, mein Sith Lord. Wir empfangen ein imperiales Signal. Doombringer, Darth Achillon auf der Carnage erbittet Unterstützung im Kampf gegen die republikanische Flotte. Wiederhole, die Carnage braucht Unterstützung. Pusten wir diese Flotte vom Himmel. Setzt die Waffe ein. Nein, wartet. Wenn ihr den Auslöscher jetzt abfeuert, ist es um die Carnage und Achillon geschehen. Darth Achillon ist einer von Thanatons Kumpanen. Um ihn ist es nicht schade. Ihr würdet wissentlich ein imperiales Schiff zerstören? Das ist Verrat, Graham. Die Flotte würde ihn so oder so vernichten. Wenn wir ihm zu Hilfe kämen, würde das Imperium gleich zwei Schiffe verlieren. Mein Sith Lord? ich habe jetzt quasi drei negative Optionen. Oh. Um es kurz zu sagen, feuern, ruhig sterben, Heldenthron. feuern. Wenn Achillon Hilfe will, kann er sie haben. Auch wenn ihm das nicht gefallen wird. Setz die Waffe ein. Ja, mein Sith Lord. Ich traue meinen Augen nicht. Richtig. Ihr müsst wirklich Eindruck bei ihm hinterlassen haben, mein Sith Lord. Wir wären mehr als interessiert daran, mit euch eine Allianz einzugehen. Moff Pyron, sorgt dafür, dass jeder dieser Männer einen Auslöscher für sein Großkampfschiff bekommt.
Ich denke, diese Zusammenarbeit wird Früchte tragen. Natürlich, mein Sith Lord. Na los, meine Freunde. Es gibt viel zu bereden. Jetzt auf einmal. Alles wieder okay. Ja. Beeindrucklich. Beeindrucklich. Habe ich nicht ein schönes Wäffchen gebaut? Ja. Es ist, hat was, ne? Ist süß. Also macht Boom. Ziemlich groß. Großbumm, ne? Ja, ziemlich groß. Das ist der Todesstern, bevor er ein Stern wurde. Ach. Der Doom. Der Todesstern, keine Ahnung wie viele Jahre vorher. Ich vergesse leider immer wie viele. Mein Spielrucke, das gefällt mir schon nicht. Also ist es der Todesstern in klein? Das ist der Mini-Stern, genau. Der Mini-Stern. Oder das Todesschiff? Nee, das passt auch nicht. Der Todesasteroid? Todesasteroid. Ja, ich könnte jetzt natürlich, Achtung, Spoiler, also skipp mal kurz eine Minute nach vorne, ne? Wenn ihr Star Wars Episode 7 immer noch nicht geschaut haben solltet. Ich gebe euch noch 5, 4, 3, okay, soll ausreichen. In Episode 7 ist ja kein Todesstern mehr, sondern Todesplanet, ne? Quasi. Quasi? Der Todesstern in etwas größer. Also irgendwie ist es in den alten und jetzt in dem 7er so, dass sie immer einen Todesstern bauen. Todesstern oder Todesandersdings. Oder einfach des Todes. Des Todes, genau. Einfach irgendwas, was Bomben macht. So. Du bist, glaube ich, wieder auf deinem Schiff, ne? Ja, ich bin natürlich wieder auf meinem Schiff. So wie das macht Sinn. Ja, ja, okay. So. Wo musst du jetzt genau hin? Das würde ich vielleicht mal gucken, ne? Benutze das Holoterminal deines Schiffes. Ich war auch schon im Weltmenü, dachte auch so. Ach, warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Also ich muss jetzt nach Korriban, aber mach du jetzt zuerst mal dein Gespräch, dann stelle ich noch kurz mal. Ja, ist aber die Frage, wollen wir denn schon das Gespräch machen? Also das Gespräch machen und dann fiese cutten? Katzen fies. Genau. Ich würde sagen, es ist schon wieder an der Zeit. Ja, es ist schon wieder soweit. Ja, genau. Dann würde ich sagen, die fiese Katzen fies und die lassen wir auch fies. Genau, die werden nicht auf einmal lieb. Nee, die werden halt einfach auch nicht schöner. Fiese Katzen sind halt fies. Kann man auch nichts daran ändern. Definitiv nicht. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Däumchen da. Schreibt auch gerne einen Kommentar dazu, falls ihr Verbesserungsvorschläge oder Anregungen habt. Oder einfach einen Kommentar. Das kann ja auch mal sein. Ja, genau. Und schaut beim anderen vorbei. Ganz wichtig. Und was haben wir noch? Etwas haben wir vergessen, beim anderen einschalten. Genau, richtig. Und schaltet den anderen aus. Schaltet den anderen aus, genau. Genau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Bei mir gibt es jetzt noch Kati Katzin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Tschüss. Eure Energie ist bemerkenswert. Wer hätte gedacht, dass das Auslöscherprojekt so großen Erfolg haben würde? Großkampfschiffe sind aber keine belanglosen Ressourcen. Ihr habt mich doch sicher nicht nur kontaktiert, um mich zu tadeln. Misstrauisch wie immer. Das hat jetzt ein Ende. Ich rufe ein Kagat aus. Einen Wettstreit um die gegenseitige Auslöschung. Machtbasis gegen Machtbasis. Oh oh. Wer für mehr Blutvergießen sorgt, gewinnt. Dem Sieger gebührt ewiger Ruhm. Dem Verlierer blühen Tod und Schande. Möge der bessere Sith gewinnen. Möge der bessere Sith gewinnen. Corellia ist die Arena. Das Kagat beginnt, sobald ihr landet. Wenn ihr aufgebt, seid ihr entehrt. Und werdet von jedem Sith des Imperiums bis ans letzte Ende der Galaxis gejagt. Mein Sith Lord, das war ein offener Kanal. Tanaton hat das Ganze übertragen. Er will, dass jeder die Entwicklung des Kagat verfolgen kann. Er ist auf Corellia fest verschanzt, aber das Imperium schlägt dort eine wichtige Schlacht. Das Chaos könnte von Vorteil sein. Mit eurer Erlaubnis werde ich nach Corellia kommen, damit euch die Flotte unterstützen kann. Für meine Zwecke mehr als ausreichend. Jawohl, mein Sith Lord. Ich versuche, etwaige Schwächen in Tanatons Machtbasis auszumachen.